Moin und zu Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Sternschweif HD. Wir sind hier mitten ganz tief unten in dem Blutsinn. Wir schauen uns hier gerade ein bisschen um. Ich sehe, Rondriel könnte mal geheilt werden ein bisschen. 3 Lebensenergie für Rondriel. Ach, mehr Verwundung hatte der gar nicht. Ja. So, schauen wir mal. Hier sieht es ja aus nach Zellen. Andratsch macht ihn mal auf und dann gibt es direkt einen Kampf. Gegen 2 Ogre. Und sonst nichts. Nur 2 Ogre. Nur, sage ich einfach mal so, ne? Ach, Andratsch hat schon wieder nicht seine Armbrust in der Hand. Wir lassen die Ogre hier mal ein bisschen ranstampfen. Ich weiß nicht, wie schnell die sind. Gott. Das war wirklich ganz schön. Okay, langsam sind die nicht. Kommst du hier durch? Okay. So, Andrasch könnte sogar hinrennen und ihm eine verpassen. Soll er aber natürlich nicht als erster machen. Aber Rondriel hat ja so eine kleine Schleuder, ne? Da kann er hier diesem Ogre einfach mal so ein Ding richtig vor die Rübe hauen. So, Frenja hat eine Axt in der Hand, hoffe ich. Hat sie. Dann mal losrennen. Und Ogre auch eine verpassen. Aha. So, und dann haben wir hier nämlich direkt Fiora. Den Ogre jetzt im Nahkampf stellen wird. 6 nur. Oh, wie viel Rüstungsschutz hast du? 3 nur. Okay, das war einfach nur schlecht gewürfelt. Sora kommt sogar ran. Wie viel Schaden machst du mit deinem Stab eigentlich? Würfel plus 1. Naja. Ich wollte gerade sagen, also alles ab einer 3 ist Schaden. Aber viel Schaden ist natürlich nicht. So, Rhiannon. Ran an den Ogre. Ah, das war gut. Und dann kann Andrasch hier die Seite übernehmen. Ja, dann lassen wir hier für Frenja ein bisschen Platz. Mit der Axt in die Kniescheibe des Ogres. Oh ja, das war ein guter Treffer. Parade bei 30. Prozent natürlich. Oh. Bei 30%, das ist eine 6. Parade 6, das ist nicht wahnsinnig krass. So, Rondriel, kannst du überhaupt vernünftig? Was hat noch Rondriel so viel Schaden gemacht? Ist er tot? Ja, er ist tot. Ogre führt den Effekt Tod hinzu. Dauert für 24 Stunden. Alles klar. Und wir kriegen zwei Abenteuerpunkte für so einen Ogre. Hey. So gut, dann kann Frenja aber sich gleich mal rüber verschieben. Ihre Waffe ziehen wenigstens. So, Fiora kann gar nicht mehr warten. Zack, verpasst ihm direkt eine. Und Andrasch ist auch noch dran. 1, 2, 4, 6. Das müsste er eigentlich schaffen. Dann kann Isora nämlich hier ran. Mit dem Ogre einen Schadenspunkt verpassen. Habe ich gedacht. So, Andrasch, aber richtig Schaden hier bitte. Oh ja, doch, doch. War schon okay. So, kriegen wir den direkt gelegt? Nee, noch nicht. Aber er trifft halt auch nicht gut. Das muss uns so ein Ogre schaffen. 12. 12 muss er eigentlich nur schaffen.
Das waren einmal 2. Und da liegt er? Ne, liegt noch nicht. So, komm schon. Die anderen. Das war gut. Andrasch, haust du den um? Er haut ihn um. Nein. ja, die Ogerkeule hier, die kann man jetzt da beenden. Hat Andrasch noch Bolzen? Ja, 2 noch. Na gut. Besser als nix. Frenja kriegt ihre Axt wieder und dann sind doch eigentlich alle happy, oder? Hoffe ich. So, und wir können uns jetzt hier endlich umsehen. Rondre wird schwer von einem Bolzen getroffen und schreit laut auf. Uff. Armer Rondre. So, daneben anscheinend so eine Wachstube zu sein. Oh, da ist eine die offizielle Schatzkammer. Ah, ihr entdeckt eine Bolzenfalle. Wollt ihr versuchen, sie zu entschärfen? Ja. Wer soll sein Glück an dieser Falle versuchen? Andrasch, bitte. Bei dem Versuch, die Falle zu entschärfen, löst sie plötzlich aus und verletzt Andrasch schwer am Arm. Mit zusammengepressten Zähnen versucht er, einen Schmerzenslaut zu unterdrücken, was auch beinahe gelingt. So, ist das Ding jetzt wenigstens leer geschossen? Ich glaube nicht, ne? Die wird wahrscheinlich direkt wieder nachladen. Hier liegt ein kleines Handbeil eines Ogers am Boden. Wollt ihr es mitnehmen? Nee. Was soll ich hier mit dem Handbeil eines Ogers? So, ihr seid doch jetzt leer geschossen da, oder? Das sieht so aus. So, dann werde ich die Gelegenheit aber gleich nochmal nutzen, ein bisschen zu heilen. Andrasch, auch 3 Lebensenergie, das war schwer am Arm verletzt. So, Rondre hat ein bisschen mehr abbekommen. Wie viel fehlen dir denn noch? 5. Können wir schon heilen? 1. Naja. Besser als kein, aber gut ist auch nicht. So, die sind wieder nachgeladen worden. Dann wahrscheinlich hier einmal speichern und dann da drüben durch die Tür rennen, ne? So, dann schauen wir mal. Andrasch entdeckt hier eine Falle. Ja, bitte entschärfen. Vorsichtig geht Andrasch zu Werk und nach kurzem ist die Falle entschärft. Na, also, geht doch. Wir sind hier mitten im Nirgendwo stecken geblieben, in der Luft. So, Andrasch macht auf. Hier gibt es wahrscheinlich gleich den nächsten Kampf. Hatte ich gedacht. Ist aber gar nicht so. So, erstmal alles erkunden hier, ne? Jede Ecke so ein bisschen anlecken. Gucken, welche die leckerste ist. So, dann können wir uns hier umsehen. Ach, der Beutel hier, der ist gar nichts. Na gut. So, wie viele von den Fallen sind jetzt mit Feuerzaubern geschützt? Nicht irgendjemand noch so ein überzähliges Feueramulett? Ich dachte, wir hätten noch eins über irgendwie. Aber das habe ich wahrscheinlich eingelagert. Na gut, Rhiannon. Hier das Feuerbann-Amulett. Einmal an Andrasch. So, erste ging. Wir finden 321 Dukaten und ein Silberstück. Ich habe keinen Platz im Inventar für den ganzen Scheiß. So, hat keinen Platz mehr im Inventar.
ganz ehrlich. Die Truhe ist leer. Okay. Bisher noch keine Fallen. Sorgfältig in gewachstes Tuch eingeschlagen, ruht in dieser Truhe das Kriegsbanner der Orks, eine Fahne von gut 4 Rechtsschrittgröße, die mit allerlei blutrünstigen Szenen bestickt ist. Wollte das Banner zerstören. Oh ja, Baby. Genüsslich zerreißt ihr die Fahne in kleine Fetzen. Schneiden wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. So, jetzt ist es schon wieder mal an der Zeit, ne? Wir müssen hier Zeug loswerden. Hellsicht. Ein Odem, bitte. Odem Arcanum Senserei. Okay, das heißt der ganze Hauch von Zauberei. Hässliche Orkschmuck, den wir dabei haben. Na, das Zeug hier ist ja durchaus ein bisschen was wert. 5 Unzen und 5 Silbertaler kann man mal machen. Aber hier, dieses ganze Orkzeug, was wiegt denn das eigentlich? 2 Unzen, na gut. 2 Unzen ist jetzt nicht die Welt. Aber es belegt natürlich unheimlich viel Platz im Inventar, den wir auch für coole Sachen benutzen könnten. Wenn wir denn coole Sachen finden. So, diese ollen Bären hier, die kann ich doch eigentlich auch mal wegschmeißen, oder? Irgend so einen eulenschweren Dolch. Habe ich den aus dem Schrein geklaut hier? Möglicherweise. Naja. Was ist denn der Ring wert? Nichts. So, da kann ich nicht ins Inventar gehen. Okay, gut, ja. Halt nicht. Dann. Ja, fliegt der ganze Scheiß jetzt hier weg. Der ist ja eh wertlos. Ich hatte den halt nur aufgehoben, weil ich gehofft hatte, dass irgendwas davon magisch ist. Ist es aber nicht. Also kannst du halt so 7, 7. 7, 8, 8, 8. Na, guck mal hier. Orkschmuck. Kann alles weg. Was hast du denn noch für Zeug dabei, das du eigentlich gar nicht brauchst? Hier den Schmuck. Getrocknetes Würselkraut. Ja gut, können wir vielleicht für Heilkundewunden nutzen, keine Ahnung. Ja, hier diese 4-blättrigen Einbeeren, die schmeiße ich alle weg. Da wissen wir ja schon, dass die nichts mehr taugen. So, nochmal speichern nach diesem wunderbaren Inventarmanagement. Und dann können wir uns hier direkt dem nächsten Raum widmen. Noch kurz gecheckt, ob die Falle auch wirklich, wirklich entschärft ist. So, wo geht's denn hier weiter? Da geht's eine Treppe hoch, hier hinten ist noch eine Tür. Da geht's. Achso, da ist ein Fenster. Geht es immer zur großen Halle. Welche Richtung? Die Richtung ist das. Na gut. Dann schauen wir uns doch mal eine Ork-Patrouille. Aus Richtung der nächsten Ecke dringt aufgeregtes orkisches Gegrunzer in eure Ohren. Ihr sucht ein Versteck, aber hier gibt es keins. Guck mal, hier sind überall Wände, da kann man sich ja wohl verstecken. Was bist du? Ein Ork-Späher.
Einzelner. Dann komm mal rum hier. Ich dachte schon, er stellt sich jetzt direkt neben an Brasch. Das wäre halt auch gut gewesen. So, Brenja. Lass ich mal die Axt rein. Der hat so 20 Lebenspunkte oder sowas, glaube ich, ne? Als Orkspeer. Vielleicht 25, die sind nicht so krass. So, das waren schon mal 14. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Mal gucken, ob Andrasch das hier regelt. So, haben wir schon mal. Was sind wir jetzt bei 15 oder so? Keine Ahnung. 24. Sage ich einfach mal so. Und da ist er erledigt. Bei 27. Ach, das geht doch. Achso, ja, ich kann nur nicht direkt von da in die Waffenhand legen. So, hier sieht es ein bisschen unheimlich aus. Teppiche und irgend so ein Mief. Der Tairach-Priesterraum. Der unregelmäßig geformte Raum wird von einigen Fackeln schwach erleuchtet. Der Boden ist mit Teppichen und Tierfällen bedeckt. Von der Decke hängen Kräuterbündel, seltsame Fetische und verschiedene Metallteile. Ein strenger Geruch nach Kräutern erfüllt den Raum. Anscheinend ist das die Heimstatt des Hochschamanen, der euch gerade zusammen mit seinen beiden Ogerleibwächtern feindselig anfunkelt. Das ist jetzt blöd. Warte mal, du bist doch kein Schamane, schieß mal einen Bogen. Das ist der Schamane. Wollen wir uns so ein bisschen verstecken vor dem Schaman und vor dem Oger und so? Damit er uns nicht direkt irgendwie mit einem Band und Fessel oder sowas belegt. Hätte ich schon Bock drauf. Sollen die doch herkommen? Ach, da ist schon der Schamane, ne? Na gut. Wenn du der Schamane bist, Beherrschung, wie sieht's denn aus? Ein Ban Baladin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich zögere mal hinaus. Da wird er ein bisschen eingekeilt. Jetzt muss ich mal zusehen, wie ich hier außen um ihn herum schieße. Genau, Niederhöllen. Oh, das war gut. So, Rondriel mogelt sich mal hier zwischen. Und dann werden wir dem Ork-Schaman mal so ein bisschen wehtun. Indem wir hier einen magischen Raub einfach sprechen, oder? Ein Zwingtanz. Muss tanzen, kann aber durch hastige Bewegung selbst nur schwer angegriffen werden. Ah, nicht so gut. Große Verwirrung. Klugheit, Intuition, Parade und Magieresistenz. Oh ja, dann machen wir doch erstmal hier die große Verwirrung. Was tut denn der böse Blick? Mut. Ja. Große Verwirrung. Okay, Zauber fehlgeschlagen, perfekt. So, Frenja lassen wir einfach auch hier rumrennen. Ein bisschen mit der Axt werfen. Und dann kommt Andrasch. Kann er da dran vorbeischießen? Ich habe ja so Zweifel. Stelle ich einfach mal hier hin für einen Moment. Oh ja, ja, ja. Das sah schon ein bisschen nach Tod aus tatsächlich. So, dann schauen wir mal, ob wir nicht noch irgendwas
Horiphobus können wir nicht. Antimagie. Ein Blitz. Geht gegen Magieresistenz. Na gut, dann können wir halt wirklich nichts. Schade. So, Fiora chillt kurz. Sora wird kurz chillen. Chondria versucht hier nochmal. Große Verwirrung. Auf was werfe ich denn da? 13, 13, 13. Und ich habe 12 Punkte minus halt die Magieresistenz zur Auswahl. Große Verwirrung. Ah ja, endlich. Oh, das tat weh. Rhiannon kommt hier gerade nicht durch. So, aber Andrasch kann einfach mal hier rüber rennen. Und die Waffe wechseln. Und Narretei. Arm und Schwert sind schwer wie Blei. Und Plumbum warum wollte er machen? Oder Plumbum warum? Irgendwann ging auf jeden Fall. Das nicht funktioniert hat. So, nächste Runde. Ist ja aber sowas von erledigt. So, du darfst dich hier hinter diesem Ogre ein bisschen verstecken. Von diesen fiesen Bogenschützen. Ha, nimm das. Direkt auf den Schwabbel. Kann ich von hier aus schießen? Ich kann. Oh, da ist er elegant ausgewichen. Pariert. Das hat nicht so richtig viel getan. So, Orkschamane. 45% Paradechance. Oh. So, das waren 6. Rondril. Von Beherrschung und jetzt der magische Raub, ne? Weil die Magieresistenz des Orkschamanes ist jetzt gesenkt. Magischer Raub. Minus 11. Hol mir nix aus Donnerkeil. Triff und töte wie ein Pfeil. Hey, ich hab dir, also ich meine, hey. So, dann verhauen wir den jetzt. Oh, fertig. Hey, das ging überraschend schnell. Sora darf sich mal hier hinten ein bisschen mit denen befassen. Bekommt er gleich Verstärkung von Rhiannon. Und während Rondril hier so ein bisschen Abstand zu den Ogern nimmt und einfach dafür zuständig ist, die Parade rauszunehmen, wenn er keinen Schaden macht. Ja, alles gut. Mit seinen kleinen Steinchen ist das gar nicht schlimm. Ja, kann ja auch so ein bisschen weg. Haut dem Ogre ordentlich auf den Arsch, wahrscheinlich mit der flachen Seite des Schwerts, weil der Ogre das mag. So, hauen wir hier zu. Hatte Patzer, dein Ernst. Nee, die Orks sind ja noch nicht so richtig im Rhythmus drin. Also das Einzige, ich wollte gerade sagen das Schlimmste, aber das Einzige, was wir von dem Ork-Schaman tatsächlich abbekommen haben, da repariert.
war halt wirklich ein Fulminiklus. Ja, du kannst kurz warten, kannst ja Isora das erstmal machen lassen. Weil Isora natürlich weniger Schaden macht als Rhiannon, also muss sie jetzt immer die Parade daraus ziehen für Rhiannon. Ich werde hier jeden Knochen einzeln brechen. So, und unsere drei Hauptkämpfer schwabbeln da hinten inzwischen die Ogre zu Tode. Ist er tot? Nee. Aber jetzt? Immer noch nicht. Oh, da ist noch eine Frau geflohen. Quatsch, direkt auf die Nase gehauen. Oh, ich wollte gerade sagen, ja, schieß ruhig auf Rhiannon, die kann ausweichen, aber so gut kann scheinbar auch nicht. Boah, ist er stabiler als sein Kumpel? 27. Eieieiei. Andrasch, Andrasch, Andrasch. Ja, lauf ruhig dahinter, Fior. Du kommst diese Runde eh nicht dazu zuzuschlagen. Willkommen in Bobons Reich. Ach, ich wollte gerade sagen, aber vielleicht macht Rhiannon das schon alles klar. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben Pfeile. Ein orkischer Bogen, wie krass ist denn der? Würfel plus 3, nicht so gut, ne? Ist auch schwerer. Wir haben hier wieder irgendein Fläschchen. Eine grünverzierte Flasche. Es wird wahrscheinlich ein orkischer Astraltrank sein. Ach, hier, die Amulette kann ich ja mal wegsehen, wieder bei Gelegenheit, ne? So, und der Rest kann da bleiben. Interessiert mich null. Einmal kurz heilen alle. So, Andrasch wäre bei voller Gesundheit. Rhiannon auch. Isora auch. Und Rondriel auch. Ja, das lief doch super gut. So, dann einmal speichern und dann gucken wir uns den Raum erst beim nächsten Mal an, denke ich. Heute wird das nichts mehr. Was hast du denn rausgehauen? 7 Astralenergie. Na, meinetwegen. Ja, für heute war es das dann, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, um's dann. Ciao.